neuen Video auf meinem Kanal. Ich filme heute mal mit dem Handy, denn ich vlogge heute mal wieder. Ich dachte, ich mache das mal wieder, weil ich habe länger nicht gevloggt und eigentlich der Urgedanke dieses Kanals war ja eigentlich Vlogs. Jetzt ist es Beauty, egal. Genau, ich nehme mich heute ein bisschen mit und zwar mache ich jetzt los und gehe zum Psychologen und hole mir einen Termin. Mal gucken, wie lange es dauern wird. Für meine Verhaltenstherapie, da ich ja das Tourette-Syndrom habe, wie ihr im letzten Video ja schon gesehen habt. Genau, dann gehe ich auf Arbeit. Allerdings arbeite ich heute nicht, ich habe heute frei. Ich bin heute endlich mal nach Monaten, nach einem Vierteljahr, glaube ich, endlich wieder dran mit Haare machen. Weil die Kollegin, die mir immer die Haare gemacht hat, hat ja bei uns aufgehört. Und jetzt habe ich quasi Termin bei einer anderen Kollegin, die immer sehr gut ausgebucht ist. Deswegen hat es länger gedauert. Ja, und endlich wieder ein bisschen Farbe rein, beziehungsweise die Strähnen werden wieder höher gesetzt und ja, schnitttechnisch gibt es eine für mich große Veränderung. Für andere ist es vielleicht ist auch gar nicht so viel, aber ja, ich bin gespannt, ob ich es danach nicht bereuen werde. Helga, willst du auch was sagen? Mäuschen? Schnuffel mal. Genau, und danach fahre ich noch zu meinen Eltern. Und muss mit meiner Mama alles fertig machen und einscannen bzw. kopieren für meinen Schwerbehindertenausweis. Genau. Und ja, mal schauen, wie viel ich filmen werde. Ich hoffe, ich kriege genug Videomaterial zusammen. Helga ist am Spielen. Ja, Schatz. Schatzi. Oh. Schnuffelmaus. Mal gucken, wie viel ich filmen werde. Ich bin irgendwie aus der Übung. Ich habe länger nicht gevloggt. Bis dann. Ich habe gestern nicht mehr wirklich viel gefilmt. Ich wollte eigentlich, aber ich habe es dann vergessen und ja, dann war dann halt auch schon Feierabend. Ja. Ich hatte zwar frei, aber war den ganzen Tag auf Achse. Das war unglaublich. Die letzte Szene war, glaube ich, wir sind noch zu meinen Eltern gefahren mit dem Auto. Und ja, da habe ich dann ein Stück Flammkuchen gegessen, den meine Mama gemacht hat, habe mit Knöckchen gekuschelt. Und dann sind wir zu ihr auf Arbeit gefahren, um noch was zu kopieren für den Behindertenausweis. Sind wieder zurückgefahren. Und dann bin ich mit meinem Freund wieder nach Hause zu uns gefahren. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen geilen Salat gemacht. Und ich habe einen geilen Salat gemacht. Wir haben noch ein bisschen Serie geguckt und sind auch ins Bett gegangen. Das ist meine neue Haarlänge. Wir haben endlich mal wieder hier die Paintings ein bisschen hochgesetzt. Und wieder eine frische Tönung drauf. Ich war das letzte Mal im Anfang Juni, Ende Mai dran. Oh Mann. Gestern im Salon fand ich die Länge wirklich richtig, richtig geil. Ich wollte ja, dass sie auf jeden Fall noch länger als Steißbein ist. Ist es ja. Und nach hinten hin ist es dann ein klein bisschen kürzer, also quasi ein bisschen konkav, aber nur ganz, 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 ganz wenig. Ich weiß aber nicht, weil also die Haare hier hinten, die liegen immer so auf und sind dann irgendwie, ich weiß nicht, die stören irgendwie. Ich glaube, ich werde das noch stärker konkav machen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum hat sie sich die Haare abgeschnitten? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals mache, dass ich mich das jemals traue, meine langen Haare aufzuschneiden, weil ich halt einfach wirklich so ein Langhaarmädchen bin. Ich finde lange Haare wunderschön. Wir haben das hier ringsherum graduiert und ich finde das
wenn das jetzt ist, ich bin gerade aus dem Bett aufgestanden, also jetzt ist es, ne, kann man noch gar nichts dazu sagen. Aber wenn das gestylt ist, sieht das so schön aus. Und immer wenn ich das bei Kunden schneide, denke ich mir so, oh, der Schnitt ist so geil, du würdest es auch gerne bei dir so stylen. Und ja, konnte ich ja nie mit langen Haaren, das ging ja nicht. Und dann dachte ich mir aber auch so, ey, deine Haare, ne? Also die sind so kaputt und wirklich ab hier. Die waren ja, also wir haben ja locker das Stück hier weggeschnitten. Also das waren ja mindestens 10, 15 cm. Und das war halt wirklich das Stück, wo ich jahrelang immer wieder drüber blondiert habe, was wirklich weiß drunter war, aber was halt auch wirklich komplett kaputt war. Also komplett im Arsch. Und ich habe halt wirklich seit Jahren die Haare auf der Länge hier und die werden auch nicht länger. Nicht, weil sie nicht nachwachsen, die wachsen nach. Aber die Spitzen sind halt immer abgebrochen. Und ich hätte halt schon gerne irgendwann mal noch längere Haare als das hier. Und ja, also mit der Spitzenqualität, also mit der Gesundheit, die die hatten, wären die nicht länger gewachsen. Und deswegen dachte ich mir, wenn du den Schnitt eh cool findest, nimmst jetzt einfach mal die Länge komplett weg. Dann hast du wieder einen Neustart. Ich denke mal, ich lasse mir das, die Frisur, solange ich es geil finde, noch nachschneiden. Und dann so Anfang, Mitte nächsten Jahres werde ich dann wieder alles daran setzen, die Haare wieder lang wachsen zu lassen. Und dass sie dann halt auch wirklich länger werden, als ich es jetzt die ganzen Jahre hatte.